Bärtschnitzer und das Bärt. Und ich bin gewesen wie der Verkennungspferd und bin blümmer kleines Pferd. Es ist wie ein Foteu daheim im Wohnzimmer. Du, ich weiß halt, da haben die Scheiße nicht gehört. Ja, ich gehe im Auswärts, weil da brauche ich nämlich die Gebühren abzahlen. Ne? Da sparen wir einiges. Ne? Ja, ja, ja. Ja, es ist schon lange her, dass wir uns gesehen haben. Da. Ja, wirklich war, ein Jahr ist schon her. Ich glaube, voriges Jahr war es, glaube ich, am Postendienstag, dass wir da waren. Genau da beim Bärenwirt am Heisel. Ich glaube, ich war es gern. Siehst du das? Genau einmal im Jahr ist das der Fall. Da können unsere Frauen stolz sein auf uns. Ja, ja. Dass wir noch einmal im Jahr zum Bärenwirt gehen. Ja, ja. Unsere Frauen haben wirklich ein Kick. Das muss man schon sagen. Ja. Wir sind nicht brav. Die gehen einmal im Jahr ins Wirtshaus und gehen zum Bären. Und das am Postendienstag. Du, aber apropos, weil du sagst, beim Bären, warst du da beim Stronger, wie der da seine Wahlveranstaltung gehabt hat? Nein, jeder vorne, ne? Ich gehe ja noch einmal im Jahr vor, ne? Und da gehe ich halt zum Bären, ne? Da kann ich ja gar nicht gewesen sein. Das war ja dann zweimal gewesen. Ja, zweimal im Jahr beim Bären, das ist zu viel, ne? Stimmt ja, bitte. Aber du, jetzt guckst du mir selber zusammengegangen. Ja, es ist sie leider heute nicht mehr ausgegangen mit Sammeln. Das hat leider nicht funktioniert. Ja, und ich hätte geglaubt, dass das Steinwurm ist, das Sammeln ging. Mir? Ja, gerade dir. Warum bleibt? Und ich? Ja? Ich sag das. Ich weiß es nicht. Also ich sag dir gleich, dass das überhaupt nicht so ist. Aber sie haben eh zwei junge Feuerwehrkollegen gefunden, die stoppen wir zusammen gemeinsam. Echt? Ja, die junge. Ja, Flotte. Ja. Flottenbereich, ja. Wendenbereich. Ja, unter anderem war der Rosti dabei, also ganz ein paar Junge. Ein Struscherköpfchen! Ja, da unten immer, ja, der schaut uns sogar zu durchs Fenster. Hey! Schau, man braucht Leute, die was richtig noch ins Soft stehen. Und glaubt man, der Rosti, das passt. Also, ja, da haben sie eben so. Also ich muss sagen, wenn du sagst, zwei junge Flotte, da haben sicher zwei Internationale gefunden, die was eine gute Erfahrung mitbringen, ja, weil du eh schon gesagt hast, im Soft stehen. Aber da weiß ich was anderes. Weil wir gerade geredet haben vom Soft stehen, am Bullnerberg, da haben sie einen Wasserhof behüpft erbaut. Was? Ja, ganz neu, ja. Und ich glaube, das Becken ist für den Gemeinderat, ne, was das so ein Wellness-Tempel, ja. Du musst rundum schwimmen kannst, ne? Schau dir fast so aus, ja? Wirklich wahr. Aber wenn wir gerade vom Schwimmen reden, du, ich glaube, unser Seil wird warm, oder schon? Nur deins. Ich hab meins ausgedrungen.
Aber du, kein Problem, ich trinke gerne was mit. Ich bringe dann auch noch gerne was, vielleicht schenken sie uns was ein. Machen wir es so, ne? Also, hätte ich gesagt, gerne bringen. Hey, hey! Fels, Fels, ne? Ja, voll so. Aber ich mache vor den Leuten jetzt nicht die Hosen auf, jetzt irgendwas. Ich hoffe, er macht mir jetzt dazu. Nächstes ist hier. Das ist gut, ja. Aber was hat das hin? Wo sind wir da? Ah, da sind wir schon. Die Witze, das ist das Wichtigste. Kauft ihr lieber einen Hund? Jüngling in den reifen Jahren, willst du nehmen eine Frau? Denke stets an die Gefahren, überlege es dir genau. Hüte dich vor Liebesgaben, hüte dich vor schwacher Stand. Willst du leben ohne Plage, kauf dir lieber einen Hund. Allianz Ankul, Polinio und Wertmannsheil, ein Furz ist kein geschärfter Pfeil. Sonst hätten manche Weggenossen die Ehefrau im Bett geschossen. Passen hat schon, aber der steht da nicht schlecht. Ja, der Schreiner auch! Was soll ich schreien? Ihr braucht was der von Schreiner noch! Gerti! Gerti! Thank you.
ist ja Wahnsinn, wir früher schon gefreut. Ja, man weiß ja nie, wenn man trifft am Klo. Na, das ist klar, das kann ich ohne Zeit bereiten. Du, Gina! Ja, ich war ohne Zeit bereit. Und er gesagt, nein, da habe ich gesagt, was huckst du denn da rein, wenn du nichts kannst? Thank you.
Thank you.
Ganz bestimmt, das nächste Mal. Dankeschön.